Herzlich willkommen beim Schwätz vom Bänkle hier im Pfarrgarten von Bönigheimhofen vor der Ottilienkirche. Ich bin Pfarrer Martin Brüger. Menschenleere Straßen und Cafés, besorgte Experten und Politiker, leer gekaufte Supermärkte. Eigentlich muss man für ein apokalyptisches Gruseln gerade bloß die Nachrichten einschalten oder in die Großstädte hineinschauen. Viele der Bilder, von denen sonst der Katastrophenfilm lebt, sind hier zu sehen. Doch wie es aussieht, sind die Nachrichten nicht genug für die Menschen. Seit Wochen schon stehen Filme ganz oben in den Streaming-Charts, die von tödlichen Virenkrankheiten handeln. In Deutschland findet man Steven Soderberghs Contagion schon länger auf den vorderen Plätzen, ebenso wie den Film Outbreak oder Serien wie The Walking Dead. Die Liste ließe sich sicherlich noch fortsetzen. Es gibt sicherlich gute Erklärungen dafür, warum gerade jetzt diese Filme wieder hoch im Kurs stehen. Wenn man schon drinnen ist, dann kann man wenigstens aus der Sicherheit des eigenen Wohnzimmers durchspielen, was gerade passiert und was vielleicht noch kommen könnte. Ob das nun beruhigt, sei dahingestellt. Gespannt warte ich auch darauf, wie The Walking Dead weitergeht. Nicht, weil ich sehen will, wie sich das jetzt bei uns entwickelt, sondern weil es eine gut gemachte Serie ist, die mehr darstellt als nur Zombies, die durch die Gegend laufen. Viel spannender ist es, und das verbindet wohl alle Filme und Serien aus diesem Genre, wie Menschen mit dieser Situation umgehen und was unser Menschsein ausmacht. Gerade bei The Walking Dead wird uns das eindrucksvoll geschildert, im Guten wie auch im Schlechten. Da wird zum einen durch die Krise das Beste aus den Menschen herausgeholt. Einfühlungsvermögen, Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Verbunden mit der Einsicht, dass die Menschheit nur dann eine Chance hat, wenn sie sie zusammenhält und wenn jeder seine eigenen Interessen zurückstellt. Doch dann wird auch auf grausame Weise dargestellt, zu was Menschen noch fähig sind. Man schaut nur auf sich selber, baut eigene Machtstrukturen auf, die auf Unterdrückung und Folterung ausgelegt sind. Es regiert der blanke Egoismus und die Angst. Und da unterscheiden sich Fiktion und Realität fundamental. Eben nicht. Denn diese Erfahrung machen wir in dieser Zeit auch. Vielleicht nicht so grausam, aber es zeigt sich doch immer wieder, dass Menschen Profit aus solch einer Situation schlagen wollen, nur an sich selber denken und keine Rücksicht auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft nehmen. Rick Grimes, einer der Hauptdarsteller von The Walking Dead, ist ein Mensch, der daran glaubt, dass Menschen angesichts der Bedrohung in Frieden miteinander leben können. Doch immer wieder wird diese Hoffnung jäh zerstört und er ist immer wieder zerrissen. Er ist kein perfekter Held. Doch er lässt nicht los an dieser Hoffnung und wird so zum Anführer einer Gruppe auf der Suche nach einem sicheren Hoffnungsort in einer zerstörten Welt. Darüber, was Mitmenschlichkeit ausmacht, gibt es in der Bibel viele Texte. Einer der bekanntesten ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Rahmen eines Streitgesprächs. Da heißt es in Lukas 12, der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Sagte Jesus. Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet?
Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Geh und mach es ebenso. Warte nicht darauf, bis dir dein Nächster Gutes tut, sondern sei du selber ein Nächster für die Menschen. So werden wir nicht zu laufenden Toten, sondern zu laufenden Hoffnungszeichen. Menschen, die anderen helfen, trösten und Mut zusprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.